Hallo hier bei Johannas Land, Leben und Küche. Zur Weihnachtszeit gehört Kekse backen. Ein ganz, ganz schnelles, einfaches, doch super schönes Rezept für Schweineöhrchen zeige ich euch jetzt. An Zutaten brauchen wir heute ein Paket Blätterteig. Das entspricht 275 Gramm, 150 Gramm Zucker, etwas Wasser. An Gegenständen brauchen wir ein Backblech, 30 x 39 cm, ein Schneidbrett, ein Pinsel, großes Messer sowie die Umhüllung hier von dem Blätterteig. Weil ich hier in meiner Küche ohne Backpapier arbeite, verwende ich dafür dieses Papier. Warum mache ich das? Um Müll zu vermeiden und weil es in diesem Fall ohne nicht geht. Noch ein wichtiger Hinweis zu dem Blätterteig. Legt ihn 10 Minuten, bevor ihr anfangt, raus, damit er weich wird, sonst wird er euch jetzt brechen. Er muss sich einfach, ohne hier irgendwie zu brechen, ausrollen lassen. Die Teigplatte wird mit kaltem Wasser bestrichen. Die Arbeitsfläche in Größe der Teigplatte mit Zucker bestreut. Hierauf wird jetzt über Kopf die Teigplatte gestürzt. Das Papier abgezogen. Auch diese Seite wird mit Wasser bepinselt. Der restliche Zucker gleichmäßig darauf verteilt. Die Enden eingerollt. Dazu könnt ihr hier am Anfang euch das Messer einmal zur Hilfe nehmen, damit ihr die Enden hochbekommt. Ich knicke das jetzt hier einmal so einen Zentimeter ein, drücke es fest, bevor ich eng weiterrolle. Genauso auf der anderen Seite. So zusammengerollt, nehme ich jetzt mein Messer hier einmal ein bisschen mit zur Hilfe, kommt das auf das Schneidbrett und geht für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank. Mit dem Einwickelpapier von dem Blätterteig lege ich jetzt meine Backform aus. Ich habe mir jetzt noch meine Schere dazu geholt. Man könnte es auch reißen, nur ich habe jetzt die Schere mir dazu geholt, damit das halt wirklich richtig gleichmäßig ausgelegt ist. Ich sage das jetzt nochmal. Ich verwende dieses Papier, weil dieses Papier jetzt sowieso entstanden ist und in die Mülltonne gegangen wäre. Ich benutze in meiner Küche kein Backpapier, sofern ich es irgendwie vermeiden kann. Und diese Unterlage war jetzt da und mit dieser Unterlage funktioniert das auch. Aus diesem Grund verwende ich sie nachhaltig. Jetzt in ca. 5 mm breite Streifen schneiden, sodass ein Öhrchen entsteht. Dieses hier setze ich jetzt lustigerweise auch einfach so mit aufs Blech. Bei 180 Grad und Umluft gehen unsere Teilchen jetzt circa für 10 bis 15 Minuten in den Backofen auf die mittlere Schiene. Super schnell gemacht. Bei mir sind am Ende 25 solcher Schweineöhrchen draus geworden. Wie ihr sehen könnt, es sind längst keine 25 mehr. Ich konnte gerade noch ein paar fürs Foto retten. 5 Minuten später und ja, ich hätte Krümel fotografieren können. Mega, mega schnell gemacht. Wie gesagt,
Ihr könnt diese Schweineöhrchen sogar vegan machen. Es gibt sogar veganen Blätterteig mittlerweile. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch der Film gefallen hat. Kommentare auch immer gerne. Abo nicht vergessen und denkt wie immer ans kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.